Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Israel will den gegenwärtigen Status des Tempelbergs in Jerusalem nicht verändern. Nicht-Muslime dürfen das Areal oberhalb der sogenannten Klagemauer weiterhin nur zu bestimmten Zeiten betreten und dort nicht beten. Das erklärte Außenminister Yair Lapid bei einer Pressekonferenz. In den vergangenen Wochen hatten junge Palästinenser auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee mehrfach Polizisten angegriffen, die mit Tränengas und Gummigeschossen antworteten. Es gab zahlreiche Verletzte. Die israelische Polizei wurde deshalb von muslimischen Politikern aus aller Welt scharf kritisiert. Mehrere Länder forderten, Israel solle Juden den Zutritt zum Tempelberg generell verbieten. Das lehnte Minister Lapid ab. Er unterstrich, Muslime beten auf dem Tempelberg, Nicht-Muslime besuchen ihn nur. Es werde keine Veränderung geben. Zur Krise um den Jerusalemer Tempelberg nun ein Kommentar von unserem Chefredakteur Tommy Müller. Er ist in Jerusalem vor Ort. Das ist das wohl umstrittenste Gelände der Erde, der Tempelberg, den die Araber Al-Haram al-Sharif nennen, das edle Heiligtum. Hier wurden einst der Tempel Salomos und der Tempel des Herodes erbaut. Heute stehen der muslimische Felsendom mit der berühmten goldenen Kuppel und die Al-Aqsa-Moschee auf dem Plateau über der Jerusalemer Altstadt. Für uns Menschen aus dem westlichen Kulturkreis mutet es befremdlich an, dass die israelische Regierung hier Nicht-Muslimen das Beten verbietet. Das verträgt sich nicht mit unserer Auffassung von Religionsfreiheit. Aber das Gelände gilt als eine der heiligsten Stätten des Islam, obwohl Jerusalem im Koran nicht namentlich erwähnt wird. In den vergangenen Monaten haben Terrororganisationen wie die Hamas hier immer mehr an Einfluss gewonnen. Sie profilieren sich als Verteidiger der Al-Aqsa-Moschee. Die israelische Regierung versucht, die Lage zu beruhigen und nicht auch noch Öl ins Feuer zu gießen. Das mag inkonsequent erscheinen, aber es verhindert zunächst einmal eine Eskalation der Lage und weiteres Blutvergießen. Israelische Panzer haben Ziele im Süden des Libanon beschossen, nachdem von dort eine Rakete auf Israel abgefeuert worden war. Sie schlug in der Nähe eines Kibbutz ein. Schäden oder Verletzte gab es nicht. In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Raketenangriffe aus dem Libanon gegeben. Dafür wurden palästinensische Gruppen verantwortlich gemacht, nicht die vom Iran unterstützte Hisbollah-Terrororganisation. Der Vorfall ereignete sich nach mehrfachem Raketenbeschuss aus Gaza, auf den jeweils die israelische Luftwaffe antwortete. Bisher gab es bei den Auseinandersetzungen keine Toten oder Verletzte. Das Pessachfest ist vorbei und es darf weder gesäuertes Brot gegessen und Bier getrunken werden. Der israelische Premierminister Naftali Bennett und Innenministerin Ayelet Shaked nehmen nach Ende des Festes an einer jüdisch-marokkanischen Mimuna-Feier teil. Marokkanische Juden braten dazu traditionell Moufletas. Die werden aus einem dünnen Teig hergestellt, der mit Honig, Butter oder Sirup bestrichen wird, köstlich und kalorienreich. Das Mimuna-Fest ist geprägt von Üppigkeit und großer Gastfreundschaft. Juden mit marokkanischen Wurzeln laden dazu gerne ihre Nachbarn ein oder prominente Politiker. Zehntausende Israelis haben ungewöhnliche Superhelden bewundert. Giborim ist eine fünfteilige Miniserie, die im Internet für Begeisterung sorgt. Das Besondere, die Darsteller der Helden mit Superkräften sind Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Die Dreharbeiten wurden an ihre Einschränkungen angepasst. Spannend, witzig und clever retten sie nun auf dem Bildschirm das Land Israel vor düsteren Gefahren. Die Autoren der Superheldenserie, Adam Hirsch und Elior Eliyahu Amsalem, wollen so die gesellschaftliche Wahrnehmung von Menschen mit Handicaps verändern und Stigmata abbauen. Wir schauen auf das Wetter. In Jerusalem ist es überwiegend sonnig mit Höchsttemperaturen von knapp 30 Grad. In Eilat am Roten Meer und in Tiberias am See Genezareth werden bis zu 35 Grad erwartet. Das waren unsere aktuellen Meldungen. Machen Sie es gut!